Stöpselpost, 29. März 2018 und wir haben hier tatsächlich wieder ein Paket, was ich mir allerdings zur Abwechslung auch gekauft habe. Ich war letzte Woche mal wieder aktiv auf eBay unterwegs und hatte mir eigentlich vor, eine Turbine zu kaufen, um mir quasi einen Staubsauger selber zu bauen für meine Absauganlage, weil der Staubsauger, der da jetzt dranhängt, hat halt nicht wirklich so die Vorzüge, die sich dafür eignen. Und daher hatte ich vor, mir selber mal einen zu bauen. Und dafür habe ich natürlich eine Turbine gebraucht. Und wenn man natürlich dann, naja, soll ich jetzt mal wirklich eine gute Turbine haben möchte, die halt auch wirklich nicht nur Leistung hat, auch noch energieeffizient ist, dann kommt man irgendwann natürlich über eine Turbine, die jetzt wirklich auch aus der Industrie kommt. Und natürlich haben die natürlich auch Preise, wo man wirklich sagt, nee, dann muss ich doch was Günstiges nehmen und dann kommt man natürlich da nicht an die Punkte, die ich jetzt vorher da gesagt habe, zum Beispiel Energieeffizienz und natürlich auch Leistung. Und diesbezüglich habe ich auch eine auf eBay gebraucht gefunden gehabt. Allerdings der Preis war halt, naja, nicht wirklich der, wo ich sagte, ja okay, das bin ich bereit dafür auszugeben. Hab den Verkäufer dann ganz einfach mal angeschrieben und wie es auch kommen sollte, war das tatsächlich auch mal ein Stöpselkopf-Zuschauer, wo ich echt auch begeistert war, wie klein die Welt ist. Und der hat dann ganz spontan ganz einfach gesagt, na hier, pass auf, du gibst mir das und das dafür. Ich sage jetzt auch keine Summe dafür. Du erwähnst mich lediglich bei Stöpselkopf und das muss ich an dieser Stelle natürlich auch tun. Hallo Tim, danke für die Turbine. Und es ist wirklich auch ein Teil, wo man wirklich auch sagen kann, das kommt aus der Industrie. Mit allen Dichtungen drum und dran und hier haben wir auch das gute Stück dazu, was halt wirklich auch eine horrende Leistung hat und natürlich auch zum Teil, ich betone zum Teil, energieeffizienter ist, definitiv mehr als das, was ich jetzt gerade momentan da für meine Absauganlage verwende. Wie gesagt, ist zwar gebraucht, aber dennoch in einem sehr, sehr, sehr guten Zustand, funktioniert auch astrein, lief jahrelang, muss man dazu sagen, obwohl man es ja echt nicht ansieht. Und ich bin halt auch wirklich gespannt, wenn es dann endlich dann losgeht, dieses Teil zu bauen. Und ich bin jetzt auch schon froh, jetzt schon das Teil so früh da zu haben, auch wenn es jetzt, denke ich, noch eine ganze Weile dauern wird, ehe das kommt. Ach, hier haben wir tatsächlich auch noch Dichtungen. Noch mehr hier drin. Okay, ich schaue jetzt mal dann später lieber nach. Aber ich bin halt wirklich auch schon froh, dieses Teil jetzt ergattert zu haben. Und Tim, nochmal wirklich großen Dank, dass du da mir entgegengekommen bist und auch Stöpselkopf quasi mehr oder weniger diese Absauganlage, naja, ermöglicht, die so wirklich auch zu bauen, dass man sie wirklich auch als effizient ansehen kann. Nicht nur, dass sie wirklich auch gut absaugt, sondern dass sie auch wirklich ein bisschen stromsparender, zumindest stromsparender als der Staubsauger ist. Und dafür vielen, vielen Dank. Boah, so ein heißes Teil, ey.